Das letzte Fußballwochenende vor der Winterpause. Vier Clubs kämpfen um den Herbstmeistertitel und zwei Torjäger wollen als erster der Torschützenliste überwintern. Sani und mir trennen jetzt noch ein Tor und ich hoffe, dass ich jetzt auf einem aufschließen werde und dass er heute keins macht. Okay, ich führe mit nur einem Tor. Das ist in Fußball, das ist überhaupt nichts. Ja? Ich werde versuchen, jetzt am Sonntag ungefähr drei Tore zu machen, wie hier zu Hause gegen Admira. Aber ich weiß, für mich wäre es schwer am Sonntag. Die Austria eröffnet schon heute die Jagd auf Tirol mit einem heißen Tanz in der Kurve. Salzburg will Angstgegner Mödling erstmals seit über zwei Jahren schlagen. Rapid überrascht die Fans vor dem Heimspiel gegen den LASK. Und im Oberösterreich-Derby will der FC Linz Revanche gegen Steyr. Ja, damit guten Abend und herzlich willkommen im Namen meiner Kollegen bei unserer letzten Sendung Fußball in diesem Jahr. Gleich vorneweg, danke, dass Sie so treu unser Gast oder unsere Gäste waren. Sie haben uns hohe Einschaltziffern, und das ist in der heutigen Fernsehzeit sehr wichtig, hohe Einschaltziffern beschert, und dafür Dankeschön. Auch heute, glaube ich, gibt es wieder ein sehr anspruchsvolles Programm. Wir hatten auch Hans Krankl bei uns zu Gast im Studio. Er ist schon auf dem Weg zu uns, habt das schon gehört. Und er wird ja mit seiner Mannschaft erst morgen mit Tirol bei Baumit Admira Wacker in der Südstadt spielen. Die Ausgangssituation, die wir haben, zeigen wir Ihnen hier auf dieser Tabelle. Die Mannschaft von Hans Krankl mit 21 Punkten mit der Wiener Austria und Rapid voran. Innsbruck und Austria haben aber plus 11 Tordifferenz, also gleich, Rapid plus 3. Salzburg einen Punkt dahinter mit einer Tordifferenz plus 7. Ja, und mit den Salzburgern wollen wir gleich beginnen. Der erfolgreiche Europacup-Fighter heute gegen Mödling. Das ist eine Mannschaft, die eigentlich den Salzburgern immer Schwierigkeiten gemacht hat. Aber auf dem Totoschein, da ist Salzburg so großer Favorit, dass die Paarung überhaupt nicht auf dem Schein aufscheint. Dabei haben die Mödlinger zuletzt einmal unentschieden gespielt, einmal sogar gewonnen. Bemerkenswert heute in Lehn eine Aktion vor dem Spiel, im Mittelpunkt Otto Konrad, ein Torhüter, der zweimal Torschütze des Monats ist. Wo gibt's das? Erinnern Sie sich an sein Elfmetertor gegen Karlsruhe. Heute wurde er von meinem Kollegen Hans Huber für sein Kopftor gegen Linz geehrt. Das ist der Pokal für den Torschützen des Monats. Werden Sie für diesen Pokal einen besonderen Platz haben? Natürlich ist es ganz was Besonderes und ich kann versprechen, der Pokal hat einen ganz besonderen Platz in meinem Haus dann. Danke schön. Herzliche Gratulation. Danke schön. Ja, und das ist dieses Tor von Otto Konrad, der Kopfstoß in Linz. Tor des Monats, vielleicht auch Tor des Jahres. Neu bei Salzburg, heute im Einsatz, Lieder, weil dieser Herr zum Beispiel nicht dabei ist, nämlich Pfeifenberger. Es fehlen auch Jurcevic und Hasenhüttl. Lieder, also sein erster Einsatz, aber die erste Chance für die Mödlinger, und zwar für Berdusco, den Kanadier. Salzburg ganz in Weiß. Lieder hat 13 Tore für den GAK erzielt, ist jetzt ein Monat in Salzburg. Heute feiert er aber seine Premiere. Hier ein Foul an Lieder. Er ist die einzige wirkliche Spitze. Jetzt ein Eckball durch Artner. Hütter und Tor. 1:0. Für die Salzburger in der siebten Minute der Torschütze Adi Hütter. Da hat er sich wieder mal als Scharfschütze in Erinnerung gebracht. Der Ball wird allerdings noch abgefälscht. Unhaltbar für Torhüter Heu. 1:0 also für die Salzburger. Die Salzburger meist klar überlegen. Der Platzwart muss ein bisschen um die Seite fürchten, auf der Georg Heu im Tor steht. Denn fast nur dort gibt es Aktionen, fast nur dort bewegen sich die Spieler. Artner, Glieder und Heu verhindert hier den ersten Treffer für die Salzburger durch den neuen Mann, und wir sehen es hier gleich noch einmal in der Zeitlupe. Kocian. Wenn er am Ball wird, dann bekommen die Gegner Schwindelgefühle. Da wird ihm aber selbst ein bisschen schwindlig, weil er diese große Möglichkeit vergeben hat.
Und dann diese Aktion von Wurz gegen Fürsthaler. Die Pfeife von Schiedsrichter Finzinger bleibt stumm und auch bei dieser Attacke an Glieder. Er pfeift heute sein letztes Spiel. Aber diese Entscheidungen tragen ihm eine Ermahnung von Otto Baric ein. Er revanchiert sich. Otto Baric vielleicht schon mit türkischem Temperament. Kocian. Mladenovic. Großartige Abwehr von Heu und dann ist der Ball im Netz, aber von außen. Wir sehen es hier noch einmal. Zunächst die Abwehr von Heu und dann der Nachschuss ins Außennetz. Noch einmal ein Freistoß für die Salzburger. Kocian und großartige Parade von Heu. Pausenstand also 1:0 und heute feiern die Salzburger auch die Eröffnung eines neuen Fanshops, des ersten in Österreich. Und der langen Erfolgsliste in diesem Jahr wollen die Salzburger natürlich einen weiteren Sieg hinzufügen. Foul an Kocian, er wird von Resch jetzt Mann gedeckt. Kurze Abwehr, Hieden und der Ball wird noch von Helm abgefälscht. 2:0 für Salzburg und das in der 55. Minute. Der Torschütze ist Hieden. Hier die Abwehr und hier der abgefälschte Schuss. Abermals keine Chance für Heu. Zwei Weitschüsse, die abgefälscht wurden, bedeuten diese 2:0 für. Die Mödlinger werden jetzt stärker, kommen auch zu einigen Möglichkeiten. Hier eine von Recker. Kurt Jara kann es nicht fassen. Und während die Welle durch das Stadion läuft, erzielt Hütter wieder ein Tor. Aber zurückgepfiffen von Schiedsrichter Finzinger. Warum, das sehen wir hier. War ein leichtes Foul an Hütter. Aber da wäre Vorteil sicherlich besser gewesen. Der Freistoß durch Kocian. Glieder. Ja, bemüht sich um sein erstes Tor für die Salzburger. Hat einige gute Szenen. Ammerhauser, neu ins Spiel gekommen für Kocian. Noch einmal Glieder und wieder. Achtner hatte schon gelb gesehen und dann diese Attacke an Brauneder. Das ist die rote Karte für Peter Achtner. Aber mehr Aufregung als um diese rote Karte und um den 2:0-Sieg gibt es um die Istanbul-Pläne von Otto Baric. 7 Jahre wollte mich dieser Präsident Ali Şen und er hat mich jetzt eingeladen und ich werde natürlich mit ihm reden, aber das ist nicht, wir werden sehen. Und ich glaube, das ist diese komplette Aufregung nicht nötig. Wir haben 2 Tage und Istanbul ist schön. Dort sind sehr gute Fischlokale und ich werde dort gehen. Ich glaube, dass man Otto Baric wirklich Glauben schenken kann, dass es ein Ausflug ist. Und ich glaube nicht, dass es die Arbeit hier in Salzburg stört. Interessant, was in Salzburg passiert. Ich freue mich, dass der Hans Gankl jetzt bei uns zu Gast ist. Er spielt ja morgen mit seiner Mannschaft. Was sagen Sie zum Spiel? Vielleicht einmal zum Otto, wird er nach Istanbul gehen jetzt? Keine Ahnung. Er ist so erfolgreich in Salzburg, dass sich die Vereine jetzt wieder reißen um ihn anscheinend. Hebt das eigene? Natürlich. Na gut, der braucht das nicht mehr. Der Mann hat so viele Erfolge, der hat so viel erreicht in Österreich, der hat so viele Meistertitel und jetzt ist er wieder in extrem guter Form, maximal guter Form und daher, ich glaube, er wird in Salzburg bleiben. Ja. Sie waren auch maximal in guter Form mit Mödling, ich glaube 2 Jahre bei Mödling und Sie haben gegen Salzburg nie verloren. Heute ein bisschen Pech, glaube ich, oder? Ja, wir waren fast schon der Angstgegner von Salzburg. Wir haben unentschieden gespielt und gewonnen in Salzburg, gewonnen in Mödling. Da haben sie es ein bisschen schwerer gehabt. Jetzt haben sie ein bisschen Pech. Wenn man hinten, wenn man halt hinten ist, dann ist es für eine Mannschaft doppelt so schwer. Und sieht einmal leid, denn mein Herz hängt immer noch an Mödling. Und daher ist die Situation dort ist jetzt
sehr schwer für den Ja, wir werden den Kurt Jahre, alle Fußballfans halten dem natürlich auch die Daumen, vor allem die Mödlinger. Wir schauen gleich zum nächsten Spiel, das ist FC Linz gegen